Dann machen wir uns mal auf zum Schiff, ne? Auf zum Schiff. Wir rennen wieder von den Zwergen weg. Die haben nichts. Die sind unnütz. Ach ne, jetzt müssen wir zurück zum Schiff. 50 Zufallskämpfer auf dem Weg. Hier der erste. Ein einzelner kleiner Oger. Ein einziger kleiner Oger. Hat versucht, uns aufzuhalten. La 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 la. Gigaswurm und noch ein Oger. Der Oger! Schnell zum Schiff! Zum Schiff! Wir sind im Schiff. So. Aber im Schiff kommen auch Kämpfer, also. So sicher sind wir doch nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen in den Strudel. Ein Hai. Wie gefährlich. Ab in den Strudel. Höhle. Der Genese. Okay, was ist das? Fauliges Wasser trüffelt heraus. Menschen, wie? Ihr wollt mir nichts tun? Dann verrate ich euch ein Geheimnis. Das ist die Höhle der Genese. Dies war der letzte Zufluchtsort für eine verbotene Liebe zwischen einem menschlichen Mann und einer Holdenmeerjungfrau. Och, wie romantisch. Abgesehen davon, dass es ein geheimer Bonus-Dungeon ist, der erst viel später zugänglich wird. Und da alles andere als Romanzen sich drin abspielen, sondern starke Bonus-Boss-Gegner lauern, das finde ich schon angebracht. Ja. Speichern wir erstmal ab. So, alter Stand hier. So, gehen wir mal hier rein. Stadt Melmond. Sieht ja nett aus, so. Viele Grabsteine überall und, ja. Wieder irgendwo Link. Hm, kein Link. Hallo. Gesegnet seien die Kristalle. Ja, jeder weiß, dass wir die Kristalle haben. Oh, sieht ja wohnlich aus hier, so mit Spinnenweben in der Ecke. 100, ja, das ist ja noch akzeptabel. Akzeptabel. Oh, da sind wir wieder. Und, yeah, es kann weitergehen. Wir tanzen rum und... Ich hoffe mal hier nicht, dass es hier wieder... Oh Gott, ich sehe den Weißmagie-Shop. Von einem Vampir wurden wir heimgesucht. Unsere Kirche wurde zerstört und unsere Stadt gleicht einer Ruine. Kann denn niemand dem Faulen der Erde ein Ende setzen? Ihr wurdet von einem Vampir heimgesucht. Oh Gott, wie lächerlich seid ihr bitte. Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder, wird euch die Erde wieder zum Leben erwachen. Und diese Welt mit Bäumen und blühenden Feldern bedecken. Ach, da kommen mal die ganzen Grabsteine weg, oder was? Schaut doch mal dem Geschäft meines Vaters vorbei. Naja, hat er das... Das Weißmagie-Geschäft, das Schwarzmagie-Geschäft oder das Rüstungsgeschäft. Ich bin Bauer. Was dagegen? Nö. In einer Höhle nicht unweit südlich von hier lebt ein alter Herr mit dem Namen Sada. In der Tat ein sehr weiser Mann. Okay. Gesegnet seien die Kristalle! Ja. Waffenshop. Priesterstab. Nutzlos. Säbel. Nutzlos. Das kann eigentlich nicht sein. Wir haben doch gerade den Drachentöter gefunden. Das ist ja eigentlich komisch, ne? Wolfstöter, Langschwert. Gut. Ah, er kann den Wolfstöter gar nicht ausrüsten. So, Rüstungsshop. Gehen wir jetzt noch mit den NPCs hier hin. Die Erde ist am Verfaulen. Das sind die Untaten des bösen Vampirs, der in der Terrorhöhle haust. Nur weil er den natürlichen Energiefluss der Erde stört, ist aus dieser einst blühenden Stadt ein so trostloser Ort geworden. Ich bitte euch, vernichtet ihn. Sind so schwer dran, in... Vampir zu vernichten. Holzflock durch, fertig. Südlich dieser Stadt auf der Halbinsel, die hier in der Gegend besser als die Zunge des Teufels bekannt ist, findet ihr die Terrorhöhle. Früher gedeihten unsere Feldfrüchte dort am besten. Mittlerweile ist dieser Ort völlig verkommen. Naja, das ist ja noch... So, die Vampire werden immer lamer, ne? Der verfault die Erde. So, was machen Vampire doch? Wie teuer ist denn das? 36, oh Gott, nein, ich war doch noch gar nicht im Magieshop. Oh nein.
Nein, nicht schon wieder leveln. Nein. Dann kaufen wir mal zwei davon. Dann gehen wir noch in den Magie-Shop. Die Rüstung hole ich mir trotzdem, ne? Neues Level-Video, yay, mehr Bleach. Boah, das verdoppelt, das... Boah, es gibt da Verteidigung dazu, ne? Hm, du. Der Riese, der in der Höhle lebt, frisst gerne Steine, habe ich mir sagen lassen. Eine besondere Vorliebe von ihm sind wohl Edelsteine. Okay. Une. Ich bin Wissenschaftler und arbeite hauptberuflich als Genie. Ich habe sicher bereits von meinem Namen gehört. Ich? Sowas von ignorant! Okay. Wir sind halt ignorant. Ignoranz steht uns einfach am besten. In einer Höhle nicht unweitlich südlich von hier lebt... Ach so, ja. Früher konnten die Menschen angeblich mit Hilfe eines besonderen Kraftschiffes in die Lüfte aufsteigen lassen. Nett. Im Norden soll es vor langer Zeit eine hochentwickelte Zivilisation gegeben haben. Heute ist davon aber nichts mehr zu sehen. Was ist hier? Ach, gar nichts. Gibt's hier gar keine Kirche in dem Ort? Kann man gar nicht wiederbeleben hier? Komisch. So, aber, weiß man hier schon. Vigrage. Nett, gleich instant gekauft. Dann haben wir noch Engel, Dadia und Heilra. Das ist natürlich auch instant gekauft. Aber holen wir uns jetzt Engel. Wiederbelebungszauber, sehr nett eigentlich. Oder Dadia, vielleicht noch in Flächenangriff gegen Untote. Engel, Dadia, Engel, Dadia, Engel, Dadia. Ja, zur Not werden wir uns mal bewusst, was so ein Heiler so macht, ne? Heilen. Wiederbeleben. Eigentlich ist ja nicht zum Angreifen da, deswegen holen wir uns mal Engel. Auch wenn wir halt Phönixfedern eigentlich einsetzen können, das kann auch jeder. Deswegen müssen wir trotzdem jedes immer noch Phönixfedern dabei haben. So, dann haben wir ja Feuergar. Ja, der erste Garzauber schon, ne? Toxicum. Giftnebel vernichtet die Gegner. Beam, zurück zur vergangenen Ebene. Und Foul. Senkt Angriffszahl eines Gegners. Also Foul ist wieder mal hier der Gemachzauber des Spiels. Also beamen, damit können wir uns halt in Dungeons rumbeamen, aber es ist halt kein Rausteleporten, wie ich es eigentlich hätte gern. Toxicum wird wahrscheinlich der Bio-Zauber sein. Aber halt Toxicum. Kaufen wir den mal noch und... Beam oder Foul, Leute, was meint ihr? Wir nehmen Foul. Damit sind wir eigentlich so gut wie fertig wie in Melmond, aber Ritterrüstung, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. Doof, 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 doof. Ich bin voll doof. Natürlich, ne? Ich habe mein Mikro wieder angemacht. Ich bin so schlau. Ja. Also das Geld hatten wir mal. Auf jeden Fall haben wir die Rüstung gekauft, ne? Sagen wir mal, das habe ich noch im Level-Video gemacht, aber halt nicht mehr im Video, sondern auf Screen sozusagen. Und ich wurde volle Kanne zugetextet in dem Video. Und die Wölfe, die geben so wenig Geld und sind scheiße nervig. So, was machen wir jetzt? Na, in die Höhle des Riesen gehen, oder? Wie hieß das da? Altar der Riesen, oder? Dialux, ne? Adia. Aber haben wir überhaupt solche Edelsteine? Ich meine, wir brauchen ja bestimmt Edelsteine. Wenn die schon gesagt haben, dass der Riese irgendwie Edelsteine gerne isst. Oh, ich finde, wir sollten mal Feuergar benutzen. Was meint ihr? Das hängt so seit dem Level-Video in unserem Magie-Inventar rum und ja. So. Oh! Holy moly, sieht da ganz nett aus. Sieht eher aus wie so ein Meteor-Spell aus anderen Final Fantasies. Meteor! Yeah! So, Höhle des Riesen. Oh, da ist wohl der Riese. Hallo Riese. Ha? Ihr kommt hier nicht durch. Warum nicht? Bist du gemein, Riese? Und warum sind in deiner Höhle Oger? Verstehe ich nicht. Na, 5 Stunden später. Ja. So. Okay, was machen wir jetzt? Wir brauchen wohl Edelsteine.
kriegen wir die her? Ja, okay. Wir werden wohl einfach ins Schiff gehen und suchen müssen. Suchen wir einfach irgendeinen Anlegeplatz, wo wir noch nicht waren. Da gibt es bestimmt irgendwelche Edelsteine. Ich bin mir schon fast zu 100% sicher. Langweilige Zufallskämpfe, von denen ich schon hunderte gesehen habe. Warum können hier nicht mal ein paar neue Gegner? Ich habe vielleicht zwei neue Gegner hier gesehen, die kaum vorkamen. Oh Gott. Komm, Folger. Schön. Alle zugleich tot. Seht ihr? So mag ich das. Na, na. Das, oh, Hinterhalt auch noch. Oh, 1. Oh, 21. Prinzipiell schlecht. Na, 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 na. So, mein treues Schiff, jetzt führe mich mal irgendwo hin. Wir fahren mal hier rum und da fahren wir hier noch rum und da gibt's nichts. Yay. Toll. Hier ist nur... Ach, ja, da waren wir doch schon drin in der Höhe. Hier sind wir hergekommen. Hier gibt's scheinbar nichts. Da ist das alte Rotzschloss. Hier müsste, glaube ich, die eine Höhle sein. Hier die Sumpfgrotte, oder? Ja. Da ist wirklich die Sumpfgrotte. Oh, Piraten! Piraten! Na, 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 na. Oh. Leider ganz schön schwach. Na, die haben bestimmt kein hohes Kopfgeld, ne? Bestimmt auch keine Teufelskräfte. Select B. Oder B Select. So, bewegen wir uns mal auf der Weltkarte. Hier, das ist auf jeden Fall der Altar, der Terra Altar, eben was auch immer, wo wir eigentlich hinwollen. Aber wie wollen wir denn dorthin kommen? Finden wir es heraus. Ja, okay, sind richtig. Ist hier vielleicht irgendwo ein Hafen? Hafen? Hafen! Hm, sieht nicht so aus. Wahrscheinlich ist wohl die Höhle des Riesen der einzige Verbindungsweg dorthin. Aber wir brauchen halt, wie gesagt, erstmal Edelsteine. Oder nennen Edelstein. Wo kriegen wir das her? Wo kriegen wir es nur her? Vielleicht irgendwo hier oben. Nein. Außer ein paar Lecks nix. Hm. Ist immer noch potenziell schlecht. Da geht ja die Irrfahrt schon wieder los. Aber ist das eigentlich gar kein Blind Let's Play? Hier ist ja Chaos-Tempel. Ach du Scheiße. Hm. Zwei Piraten. Säbel. Weltkarte. Vielleicht müssen wir mal dort oben hin. Auf diesen oberen Kontinenten waren wir ja noch nicht. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Hilfreiches. So. Wo sind wir denn? Sind auf jeden Fall viele kleine Inseln. So eine Inselgruppe. Da wird es doch bestimmt irgendwas geben. Bestimmt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Na, 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 na. Ich hoffe es schon fast so sehr, wie ich hoffe, dass Fairy Tail bald mal weitergeht. Hier kann man scheinbar nirgends auf den Inseln. Dafür brauchen wir wohl das Luftschiff später. Oho, ja. Wir kriegen ein Luftschiff. Als hättet ihr das nicht gewusst. Ist ja nicht in jedem Final Fantasy so, dass man ein Luftschiff kriegt. Hm, verdächtige Stadt. Warum gibt es hier nirgendwo Häfen? Wollen die alle hier, dass wir mit dem Luftschiff hier hinkommen? Ich finde das ganz schön, also die verlangen ganz schön viel hier. Wenn wir nicht mal wissen, woher wir so ein Luftschiff bekommen. Blöd. Das ist ganz schön blöd. Gaffer und Sargins mal wieder. Kennen wir ja schon. Na, na, na. Mmh.
Hi! Yes, hi. Stirb. Vielleicht muss ich mal irgendwo nachlesen. Es irren wir hier Parts umher. Schlecht. Also bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 1. Ne?